Dieser Gedanke hat mir extrem geholfen. Wenn ich jetzt aufhören würde bis zum Tod, wird, glaube ich, immer ein bisschen noch da bleiben. Mach mal Doppel-Bizeps-Pose. Leon, hast du mal einen Dreier gehabt? Bro, ist ASMR, yo. Genau, wegen den Kartellsachen wollte einer nochmal wissen. Stehst du auf Silikontanten? Ziel muss sein, real zu sein. Bock auf Zuhälter-Tape 5? Welche türkischen Wörter kennst du? Auch ignoriert von Leuten wie Flair, obwohl ihr eigentlich down seid, kommen auch mal härtere Raps. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Bro, ich glaube und hoffe, dass bald dieser Knall in dein Leben kommt. Dass es dir danach... Ach scheiße, Digga. Jetzt habe ich das nicht zu Ende gelesen, aber... Dankeschön auf jeden Fall, so... Bro, ich wirklich, ne? Ich. Ich bin eigentlich so glücklich, Dicker. Ich schwöre dir, ich bin mit meinem Leben, mit den Umständen, ich bin mit allem, was ich habe, mit allem, was ich mache, ich bin so glücklich eigentlich, ne? Man hat manchmal Filme so, man denkt sich manchmal, ah, hier, da, rechts, links und so, aber dann fragt man sich, also. Ich bin glücklich, Bro. Das will ich eigentlich nur damit sagen, Bruder, weißt du so? Aber ich bin auch einer von den Menschen und ich weiß ganz genau, dass du da draußen vielleicht auch so bist, der sich manchmal an einen Gedanken, so ein Gedanke kommt durch den Kopf und ihr hängt euch daran fest und ihr werdet unglücklich mit diesem Gedanken und ihr bleibt in diesem Gedanken drin so. Das ist voll dumm. Wenn ihr euch von diesem einen Gedanken verabschieden würdet, dann werdet ihr wieder glücklich so, weißt du? Das ist echt krass. Ich habe mir letztens ein Video reingezogen von einem Guru, der hat gesagt, und das war für mich ein eye-opening Moment auch an der Stelle. Der hat in diesem Video gesagt, wenn du von dir selber, ne, als Mensch, deine Emotionen, deine Gefühle, deine Gedanken, das, was du bist, deine Hülle, alles wegnimmst, dann ist da immer noch was. Und das bist du. Versuch einen Abstand zu finden von deinem inneren Kern, der du wirklich bist, der Mensch, der du wirklich bist. Und zu allem, was passiert. Was Leute über dich sagen, wenn irgendwas in deiner Familie passiert, Emotionen, Gefühle, Gedanken, alles dieses, trenn das mal, weißt du, wie ich meine? So versuch das zu trennen im Kopf. Wenn du alleine so durch die Welt läufst, dann wirst du merken, dass du in Situationen es auf einmal schaffen kannst, einfach dich zu trennen von deinen Emotionen und von deinen Gefühlen und von deinen Gedanken und einfach nur der Kern zu sein. So. Dieser Gedanke hat mir extrem geholfen in Situationen, wenn ich manchmal irgendwie Angst hatte oder irgendwie, weißt du, was ich meine? So? Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja, Saad, S-A-D-H und dann Guru. Schwer ja, auf andere Meinungen zu scheißen, oft dieses Kack-Ego. Ja, Bruder. Leon, stimmt es, dass man früher regelmäßig gepumpt hat und nach langer Pause wieder anfängt, dass man wieder schneller Muskeln aufbaut, so Memory-Effekt-mäßig, oder ist das Quatsch? Nee, Bruder, ist so. Also dein Körper ist intelligent wie dein Gehirn. Und dein Körper erinnert sich an alle Sachen und an alle Zustände, in denen du mal warst, so. Und wenn du einmal irgendwie einen geilen Körper gehabt hast, oder viel Muskelmasse gehabt hast, dann erinnert er sich daran. Und wenn du dann wieder, wenn du dann sagen wir mal so 2, 3, 4 Jahre nicht trainierst, es ist auch so, wenn du 10, 12 Jahre durchtrainierst, so wie ich zum Beispiel, dann glaube ich, wenn ich jetzt aufhören würde bis zum Tod, wird glaube ich immer ein bisschen noch da bleiben. Und wenn ich dann wieder anfangen würde zu trainieren, dann wird der Körper sich daran erinnern und sich sagen so, ah, okay. Ah, du bist von Rambo. Der wird sich dann erinnern und wird dann sagen so, ja, da war mal was, hau rein. Mach mal Doppel-Bizeps-Pose. Das Schlürfen hört sich furchtbar an. Warte. Bro, ist ASMR, yo. genau, wegen den Kartellsachen wollte einer nochmal wissen. Ich
rede nicht so gerne darüber, weil das gibt mir schon auch negative Vibes, wenn ich ehrlich bin. Ja, hat man schon mal hier und da ein bisschen irgendwie was mitbekommen. Ein bisschen auch nachgefragt sogar so. Ey, wie läuft das, wenn ich jetzt hier einen Laden machen würde und dies, das, bla bla bla. Ich hab eine Schießerei miterlebt. Das war wahrscheinlich auch irgendwas mit Kartell. Ja. Ja. Wir haben in dem Musikvideo Highest im Club, da ist eine Szene, wo wir mit der Armee so ein bisschen gedreht haben und die haben da gerade ein Haus von einem Kartellboss irgendwie bewacht, Digga. Das ist auch schon, ist schon krass. Was soll ich dir sagen, Digga? Das, was ich weiß, auf jeden Fall die einzige Art und Weise, wie du hier Stress mit dem Kartell kriegen kannst, ist Drogen und Frauen. Also wenn ihr hier hinkommt, haltet euch fern davon. Und mit Frauen meine ich nicht ganz normale Frauen, sondern ihr wisst schon, welche Frauen. Die im horizontalen Gewerbe. Was für besondere Tiere hast du schon, ey, warte mal. Was für besondere Tiere hast du schon gesehen? Ich habe gesehen einen blauen Vogel, den habe ich so noch nie gesehen, ne? So ein blauer Vogel, Digga, der war richtig wild, Digga, der war richtig sexy, der sah richtig geil aus. Dann habe ich einen Vogel gesehen, Bruder, der sah aus wie, sorry. Der sah aus wie ein Drache, Digga. Das war ein Vogel, der sah einfach aus wie ein Drache, Bro. Ich schwöre, der sah, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch zu high gewesen, aber der sah aus wie ein Drache. Fliegende Fische habe ich noch nicht gesehen, gibt's aber auch. Wir haben Pelikane, habe ich so in Real Life so viele auch noch nicht gesehen gehabt. Die Echsen, diese riesen Echsen so, die sind auch wie Krokodile, alle. Riesenechsen. Und so kleine Echsen habe ich auch hier in der Wohnung manchmal. Was habe ich noch so für Tiere gesehen, Dicker? Ansonsten eigentlich nichts bis jetzt. Nichts Wildes. Nichts, was man so nicht sieht. Leon, hast du mal einen Dreier gehabt? Ja. Und du? Kannst du mittlerweile deren Sprache? Bro, das sind immer noch Mexikaner. Bisschen mehr Respekt bitte an der Stelle. Und Spanisch ist das. Und Spanisch habe ich schon ein bisschen gelernt, aber ich bin noch nicht gut. Ich verstehe aber gut Spanisch. Hast du ein Interview mit Matteo DM gemacht? Ja, ich habe ein Interview gemacht, aber der hat mir dann im Nachhinein irgendwie gesagt, dass die Tondatei irgendwie gelöscht wurde oder irgendwas ist da passiert. Wird wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Kommt irgendwann Feature mit Flair? Musst du Flair fragen? Ich wäre da. Aber kein 3er BMW, ne? Doch, habe ich auch schon gehabt. Was geht? Bro, Apache ist ja aktuell in Mexiko. Hau mal was raus mit ihm. Echt, ja? Apache den Man. Grüße gehen raus, Digga. 6-8 ist am Start, Bro. Aber ich glaube, ich bin zu klein für die. Von der Reichweite her. So läuft das nämlich in der Szene. Wenn du nicht gute Reichweite hast oder irgendein krasses Format hast, wo die profitieren, dann schreiben die dir nicht, folgen dir nicht und kacken auf dich. Okay, Laura. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber 15.25 Uhr. Wie findest du Flairs neues Album? Geil. Wann kommt großes Interview mit Fanus, Bro? Wäre geil, ne? Würde ich auch fühlen. Trizepsflex? Schwer. Stehst du auf Silikontanten? Manchmal. Manchmal geil, manchmal nicht so. Langfristig glaube ich eher nicht. Also ich mag aufgespritzte Lippen, mag ich nicht. Brüste mag ich auch lieber natural. Ich mag eigentlich alles lieber natural, aber es gibt auch schön gemachte Sachen. Die Aura und die Ausstrahlung ist am wichtigsten. Bro, hast du vor, irgendwann mal einen Master zu machen oder denkst du, ist ein Bachelor genug und dann sollte man sein eigenes Ding durchziehen? Bro, ich habe nicht mal einen Bachelor, Bro. Also, just you know. Mach mal Selbstexperiment mit Fasten, wird voll abgehen auf YouTube. Ja, nö. Kein Bock. Also das jetzt auf YouTube dann so. Bruder, Mannheim Wetter richtig wack. Scheiße. Aber Mannheim an sich richtig geil. Big Natural, bester Mann, Leon. Ich küsse dein Herz, XBB.
Sixpack kommt bald wieder, denke ich. Sixpack ist schon da, Bro. You know what it is. Bun it out, man. Bock auf Zuhälter Tape 5. Joa, ich feier Kollege von der Persönlichkeit krass. Seine Mucke pumpe ich eigentlich gar nicht so wild. Achtung, Nippel, drauf geschissen. Gleich wirst du gebannt. Komm, let's go. Come on, Twitch. Come on. You wanna fight with me, motherfucker? Diggi, ich bin 30, Sport ist großer Teil meines Lebens, aber ich habe irgendwie nie den Mut gehabt, damit Mainstream zu gehen, weil ich das irgendwie zu oberflächlich finde. Aber irgendwas sagt mir auch, do it, man. Kannst du das nachvollziehen und was würdest du tun? Nee, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich habe eigentlich immer den Drang gehabt, egal was ich mache, das in die Öffentlichkeit zu ziehen, so. Damals mit Sport hat es angefangen. Ja. Deswegen, Bro, wenn du wirklich das... Ich glaube, das ist vielleicht dann doch nicht dein Ding, weißt du, wie ich meine so? Weil du würdest eigentlich nicht das Gefühl haben, dass es nicht gut ist, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Weißt du, was ich meine so? Verstehst du, was ich meine? Alles gut mit Zara oder Ärger im Paradies? Bro, diese Fragen, Digga, was soll ich denn dazu sagen, Digga? Ich habe doch schon tausendmal gesagt, dass ich mit der gar keinen Kontakt mehr habe. RichTube, abo it in, man. Probieren geht über studieren. Oder so, Digga. Ich bin der Haarste im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Ja. Ja, diesen Drang habe ich auch, aber ich will mich irgendwie beherrschen. Ich habe diesen... Vernunftsgedanken, wenn du verstehst, was ich meine, Digi. Aber was ist denn daran vernünftig, wenn dein Gefühl dir sagt, ey Bro, du musst das und das machen, das ist dein Ding so, das ist deine Bestimmung so. Und du aber sagst, nee, ich mach das nicht, ich will vernünftig sein. Das ist für mich keine Vernunft, Bro. Hör auf dein Gefühl, Bro, hör auf deine Eier. Lass sie doch nicht, weißt du, was es ist, was dich davon abhält? Meinung von anderen, Angst davor zu versagen, Bro. Angst davor, es vielleicht sogar zu schaffen, Bruder, und dann nicht zu wissen, wie gehe ich damit um. Das ist das, Bruder, was dich davon abhält. Das ist nicht, das bist nicht du, Bruder. Das ist nicht dein Herz oder dein Gefühl. Das ist das, was die andere eintrichtern, Bruder. Think about it. Wird es langsam langweilig in Tulum? Nee, Bruder. Ihr versteht es einfach nicht. Ein paar Leute verstehen es einfach nicht, Bruder. Warum soll es hier langweilig werden? Ich bin hier nicht, damit ich irgendwie... alles mitnehme, Party mache und bla bla bla. Bro, ich versuche mir hier einen Lifestyle aufzubauen. Ich will dasselbe Leben, was ich in Berlin oder in Mannheim gelebt habe, hier in Mexiko, in Tulum leben, Bro. You know what I'm saying? You know? Weißt du, ich meine, ich bin nicht hier, um alles mitzunehmen und wenn es langweilig ist, hau ich wieder ab, Digga. Es macht doch keinen Sinn. Man mag von dir halten, was man möchte, aber diese Worte gerade eben waren sehr weise. Wie war dein Tag heute? Bis jetzt eigentlich ganz gemütlich. Wir haben jetzt 15.36 Uhr. Es ist noch gar nicht so spät. Ich bin aufgestanden, habe die Wohnung ein bisschen aufgeräumt, Sport gemacht, Yoga gemacht, geduscht. Dann habe ich mich hingesetzt und ein Video für den zweiten Kanal geschnitten, das Video hochgeladen. Dann bin ich zum Friseur gegangen, habe kurz meine Haare geschnitten. Dann war ich noch bei der Bank, musste ein, zwei Sachen da erledigen und dann bin ich quasi nach Hause gekommen und dann habe ich mich vor den Bildschirm gesetzt und den Stream gestartet. Wie sind die Vibers in Tulum? Stabil. Wohnungstour wäre interessant, Leon. Ja, echt, ja? Welche türkischen Wörter kennst du? Uff, Hamsi. Kleiner Fisch. Bakkal. Ich kenne voll viele Wörter. Jetzt habe ich erstmal zwei rausgehauen, die vielleicht nicht so Mainstream sind. Aber ich kenne die ganzen Wörter, die man kennen muss, die kenne ich. Und dann kenne ich darüber hinaus noch ein paar Wörter. Ich liebe Türkisch, ich liebe Türken und ich liebe eure Kultur, Dicker. Voila. Ich habe voll viel Liebe für Mexikaner auch, für die mexikanische Kultur auch. Voll. Welche kurdischen Wörter kennst du? Uff, da bin ich leider nicht im Bild. Kontakt zu Rus? Nö. Welche Tigrinya-Wörter kannst du? Dando. Ah, Shikora Aini.
Wenn Bushido mit dir Track aufnehmen wollen würde, würdest du? Ich würde lieber von dem Balkon hier runterspringen und das ist im dritten Stock. Auch ignoriert von Leuten wie Flair, obwohl ihr eigentlich down seid. Nein, Bro, die haben einfach nichts dazu zu sagen gehabt, Bruder. Was heißt ignoriert, Dicker? Der hat es vielleicht gar nicht gesehen. Flair kann ich mir sogar vorstellen, er hat es gar nicht gesehen. Vielleicht hat er es gesehen und nicht gefeiert. Vielleicht hat er es gesehen, einfach wahrgenommen. Viele haben es wahrscheinlich auch einfach erstmal so wahrgenommen. So, okay, tamam, da ist er jetzt. Der ist jetzt da, oder was? Gucken wir mal. Keiner gönnt dir Hack. Ich hoffe, eines Tages bummst du alle weg. Bro, wir bummst dich schon. Ihr gönnt mir doch Hack, oder nicht? Meine Community, Dicker, ein Bro oder eine Schwester aus meiner Community, ne? Warte ganz kurz. Ist mein Sound gut oder ist es zu laut? Egal. Ein Bro oder eine Schwester aus meiner Community, die den fucking Song von mir in ihre Story postet, Digga, ist tausendmal mehr wert als irgendein Schwanzrapper, der das nur postet, weil er darauf hofft, dass er wieder ein Interview bei mir kriegt, so. Oder irgendwas anderes, Digga. So wahre Freundschaft gab's doch da sowieso nicht, Mann. Alles Heuchler, Digga. True. True. Real Talk. Pause. Also wenigstens mit Herz, weißt du, wie ich meine? Wenigstens ehrlich so. Boah, Leon, geiler Song. Post ich, fühl ich. So, aus einer geilen Intention heraus. Die anderen Posts will ich eh nicht haben, Bruder. Aber warum willst du dann auch in diese dreckige Industrie? Ich will einfach nur mein eigenes Ding machen und auf mein Herz hören, Digga. Ich will nirgendwo rein. Also ich will einfach nur ich sein. So. Und hätte dann, wäre schön, wenn ich davon auch leben kann. Weißt du, wie ich meine? Ist doch geil. So, und wenn ich auch dann einfach außerhalb der Szene stattfinde, so wie einige andere Künstler, die nie richtig akzeptiert wurden in der Szene, sondern fick auf die Szene, Bro. Ich habe für die Szene genug getan. Auch für die Leute, auch wenn ihr denkt, das ist nicht so. Ich habe für die Szene genug getan, glaubt mir. Kommen auch mal härtere Raps. Ja, Digga. Ich habe mich letztens mit einem Mädel getroffen, die ist Tätowiererin. So, wir waren bei mir, die hat so Ding, geil. Die hat vegane Kekse gemacht, Bruder. Film, brutal. Nee, Pancakes, sorry. Pancakes, aber die waren so härter, so ein bisschen wie Kekse. Auf jeden Fall waren wir hier und dann habe ich ihr so ein bisschen meine Songs gezeigt, ein, zwei von meinen Songs. Und dann habe ich ihr auch mal ein bisschen den roughen Shit gezeigt, so. Den roughen Shit, den feiern eigentlich nur ich und Badisch manchmal so. Die anderen, so mein Producer, glaube ich, feiert das nicht so krass, Dicker. Und so vielen Leuten zeige ich das sonst nicht. Aber sie, die hat gesagt, Bruder, das ist geiler als die Vibes-Sachen, so die harten Sachen sind noch geiler, so. Ja, ich bin da ein bisschen auf zweischneidigen Vibes. Kommt immer auf den Modus drauf an. Die Songs, die so ein bisschen mehr viben, die kann ich halt immer auf jedem Modus hören, deswegen feiere ich die, glaube ich, mehr. Aber die Songs, die so hart sind, die kann ich nur hören, wenn es gerade wirklich eklig ist, so. Wenn es nicht eklig ist, dann fühle ich die nicht. Hand aufs Herz, ich glaube, die harten Sachen würden bei euch besser ankommen. Würdest du nochmal zu Belasch und Boogie in den Podcast kommen? Liebend gerne, ja. Wirklich, ich würde liebend gerne da hinkommen, nochmal. Weil da, wo ich da war, da hatte ich noch zu viel Struggles irgendwie. Da war ich noch nicht richtig frei im Kopf. So, das hat mich noch alles ein bisschen zu krass mitgenommen gehabt, was da im Vorhinein passiert ist. So, deswegen würde ich eigentlich gerne nochmal in den Podcast, in den Oddcast, wenn ich irgendwann darf. Bro, ich nehme dir ab, dass du einfach du bist. Feiere ich sehr. Weiter so. Korrekt, Digga. Jasper Rhymes. Das war von Anfang an meine Intention. Ich habe immer gesagt, Dicker, wenn ich irgendwie in die Öffentlichkeit gehe oder YouTube mache, egal was ich mache, Ziel muss sein, real zu sein. Bei dem ganzen Fake-Scheiß, der hier abgeht. Bro, geht es deinem Konto besser? Egal. Lass nicht drüber reden, Bro. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.